Freunde von Racing 69. Endlich wieder zurück von einer Woche Dienstreise und wieder zurück im Rick. iRacing, neue Strecke, weil wir am Dienstag. Diese Woche steht in der VRS GT3-Serie Sebring an. Eigentlich eine ganz gute Strecke. Ich bin jetzt nicht der Top-Fan, aber es ist auch ganz okay. Vor allen Dingen ist es sehr bumpy. Das ist halt hier so diese Betonplattenstrecke, ehemaliger Flugplatz in den USA. Und ich bin mal gespannt, was ich reißen kann. Ich gehe jetzt dann einfach mal rein ins Qualifying und dann ins Rennen. Und ich nehme euch dann direkt ins Rennen mit dazu. Und vielleicht können wir ein paar Pünktchen gut machen, überleben die erste Kurve. Wir werden sehen. Also, let's go! Ja, Platz 13 sind wir reingegangen jetzt hier. Eine Minute noch bis zum Start. Sebring, ja, müssen wir vorsichtig sein. Die Zeiten liegen verdammt nah beieinander. Strength of Field ist 1,6. Das ist eigentlich relativ gut. Also alles gleich durchgemischt. Jetzt muss man halt mal schauen, wie wir durchkommen hier. Und good luck. Good luck to everybody. Good luck everybody. Good luck everybody. Good luck everybody. Good luck everybody. Insgesamt sind mehr 28 Autos. Gesundes Mittelfeld. B13, 40 minutes. Ich habe euch heute auch mal hier jetzt das IO. Junge im Ferrari, what are you doing? Follow car number 24 in the left column. Gut, Konzentration jetzt. Mr. Marlboro Ferrari, naja, das ist immer so spezielles Völkchen. Immer gilt, erste Runde überstehen, zweite Runde überstehen. Sonne steht tief hier. Also Mr. Marlboro Ferrari. Ich will jetzt mal nicht bösartig sein, aber ich vermute, den sehen wir irgendwann im Crash verwickelt.
Das Ganze machen wir übrigens jetzt hier im Rahmen des Trainings für das Endurance am Sonntag. Ja, was soll ich denn machen, wenn der vor mir bremst? Einer ganz besonders eilig. Ja, gewinnen sie schon wieder das Rennen in der ersten Runde. Nummer 24 verhält sich sehr ruhig. So, wir leben noch. Noch. Da steht einer. Going in this lap.
Das war nicht gut, das war nicht gut. Ich habe mal den Reifenwechsel ausgeschaltet. Tut mir leid, wenn ich nicht so viel rede. Aber hier ist ja doch einiges los. Zu spät gebremst, jetzt hat er mich. Ja,
ganze Strecke ist so bumpy. Das war mein Fehler, da lasse ich ihn auch vorbei jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal, ob er da vorne raus richten kann. Half fuel. You've used half your fuel.
Chapman 7. You've just dialed 203.167. There's an incident in Christensen, it looks like, sir. Er hat mich berührt, ne? Nur mal so viel dazu. What was that coming down? Come on, man. What was happening to him? So, jetzt sind wir wieder auf das Feld aufgelaufen. Ja, stopp.
Wir haben jetzt noch 11,6 Liter. 3 sind ja schon einige an die Box gegangen, also meine Position mit Platz 8 ist momentan nicht die reale Position. Ich könnte jetzt noch 3,1 Runden fahren. Viel schneller als ich. Come on, keep pushing. Pizza. Wir hätten vielleicht mal die Boxeneinfahrt üben sollen. Schön erwischt. Männer da vorne. Thank you.
Oh je. Haben wir ein ganzes Völkchen hinter uns jetzt. Sombra, what are you doing? I let you pass. Ich möchte keinen Stress haben. Ich möchte weiterhin null Inzidenz haben, wenn es geht. Thank you.
Hold your line. Hold your line. Clear left. Clear on the left. Swept past, mate. Yeah, sorry, mate. I nearly lost it, man. What about the chat, mate? Das ist ja wieder ein Rennen heute, wa? Hey you guys, this costs a lot of time. The pack behind is coming. Come on, Drew, let's catch him. Let's go together. We have about 5 laps to go well. Jetzt haben wir doch mal einen Off-Track kassiert. Okay, Benny. Run out of track limits. Keep between the lines. Sorry, man. Gut. Auto wird tickig. Der Porsche tut Porsche-Dinge.
Sergeant Chapman behind us now, 417. I won't pass. Okay, Benny. Estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Have we finished it together? Fine. So, der hinter uns muss jetzt theoretisch nach hinten verteidigen. Lily Garcia is pushing me out of the way. Turn one.
Platz 8, jawohl. Oh. Sehr gut. Ein Incident Point, Platz Nummer 8. Von 13 gestartet in die Top 10 rein. Das ist doch mal gar nicht so ganz gut, oder? So, nix wie raus. Yes. Ah. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir ein bisschen was gut gemacht haben mit Platz 8. Sprit hätten wir nicht mehr viel mehr verbrauchen dürfen. Mein lieber Jolly, mein lieber Jolly. Juhu. Ja. Das war doch ganz okay. Ja. Oh. Gehen wir mal in die Moderation rein. Ja, Leute, das war doch gar nicht mal ganz verkehrt. Hm? Results ready for race event. Seid ihr bereit? Wollen wir reinschauen? Wollen wir in die UI reinschauen? So, wir haben plus 16 Safety Rating gemacht und plus 47 Eye Rating. Happy Days, würde ich mal sagen. Beides im Plus, vor allen Dingen Eye-Rating. Damit haben wir die 1600er Marke übersprungen. Platz 8, damit kann ich absolut leben. Ich bin von 13 gestartet. Das war doch mal gar nicht ganz so schlecht. Wir haben nur einen Incidence Point. Der vor uns war, hatte 10 Incidence Points und hat trotzdem... Ach gut, der hat aber nur ein Safety-Rating von 1,23. Ja, so wie der hier vorne ist... Ja gut, wer ist denn der Biggest Loser hier? Hier. Der Sherwin Xi disconnected, 19 Runden Rückstand, also am Anfang schon rausgeballert. Der hat minus 102. Das ist natürlich richtig bitter. Ja, ich würde sagen, alles gut, alles happy. Ja. Gehen wir mal zurück in die Moderation. Ja, liebe Leute, das war das erste Rennen dieser Woche auf Sebring. Viele werden wahrscheinlich noch folgen, ob ich die alle aufnehmen werde für euch. Ich weiß es noch nicht, denn es ist eigentlich das Training für das Endurance, was am Sonntag stattfindet, ab 19 Uhr. Das werden wir dann live streamen wieder. Und ansonsten, ja, alles lief ganz gut, war alles cool. Insofern, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.